Videomail an den Zeitungsverlag Waiblingen. Unter den derzeitigen Voraussetzungen werde ich die angekündigte Honorarforderung und Spesen aus den aktuellen Gegebenheiten für die Veranstaltung, die mir jetzt bekannt ist, am 24.09.2019 um 19 Uhr im Bürgerhaus Kernen verzichten. Jedoch würde ich mich freuen, wenn Sie einen Mindestbetrag von 100 Euro, dass ich für Ihnen an der Veranstaltung teilnehme, der Diakonie in Kernen spenden. Für ein Interview als Kandidat stehe ich Ihnen auch natürlich weiterhin zur Verfügung. Und wenn Sie mir Ihre Fragen, die Sie auch den anderen Kandidaten gestellt haben, zusenden, werde ich diese Ihnen beantworten, damit Sie auch über meine Antworten noch berichten können für eine ausgewogene Berichterstattung. Ich erlaube Ihnen auch, diese Mail dem Leser wortwörtlich mitzuteilen. Dies gilt natürlich nur, falls es uns nicht gelingen sollte, Ihre Veranstaltung am 24. September im Bürgerhaus Kernen zu stoppen. Unsere Einsprüche werden bei den dementsprechenden Behörden eingeleitet.